Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Europa Universalis 4, Teil 15. Ich bin im Frieden gerade und in dem Teil habe ich auch erstmal Ruhe. Die Franzosen führen gerade noch Krieg gegen kleinere Reiche, gegen Apulia. Apulia hat Verbündete, deswegen ist hier Galizien besetzt. Ist das ein separater Konflikt? Moment, Galizien ist im Krieg mit Frankreich und auch noch mit Kapazia und Aleppo. Das könnte natürlich... Kapazien ist auch Angreifer gegen Apulia in der karpatischen Eroberung von Calabre. Oh, Kapazien ist also auch noch nicht ganz abgeschrieben. Können auch noch Krieg. Dann will ich mal gucken. Aleppo ist... Apulia, meine ich. Ja, Apulia, genau. Das ist hier halt... Frankreich nimmt allmählich auch noch den Rest von Italien ein. Auf Sizilien sitzen dann aber wir. Also Apulia. Tja. Steht auch nur mit Frankreich. Defender against France and the French Conquest on Salento. Defender against Carpathia and the Carpathian Conquest of Calabria. Naja, auf jeden Fall sind die also alle beschäftigt. Ja, Kapazien wäre eigentlich auch für mich interessant, aber ich bin noch am Wiederaufbauen. Und Ziel für diese Episode, Stufe 7 von Technik erreichen, dann kriegen wir die erste Artillerieeinheit und ich bin ja eh gerade noch dabei, meine Armee wieder aufzubauen. Will ich das vor allem mit Artillerie machen. Ich habe nachgelesen, man sollte so zusehen, maximalen Effekt erreicht man, wenn man die zweite Schlachtreihe mit Artillerie füllen kann. Artillerie hat dabei aber wenig Verluste, die stehen ja... werden ja vorne geschützt, solange die erste Reihe hält. Und deswegen reicht es, wenn man die einmal mit leichter Reserve vielleicht füllen kann. Was ich auch überlegt habe bei meinem Militär, ich habe noch sehr viele Söldeneinheiten, die sind natürlich sehr teuer. Ich will zumindest die ganz besonders teuren Kavallerieeinheiten da dann langsam ersetzen haben und habe mich früher überhaupt überstärke. Und Söldeneinheiten haben im Krieg ja auch den Vorteil, dass sie keine Manpower verbrauchen, wenn sie sich wieder auffüllen müssen. Das verbraucht halt auch Geld. Also was sieht man hier? Ja, 1,37 pro Monat und eine, ja, so fast dreimal so teuer, nein, nicht ganz, zweieinhalb ist dreimal so teuer wie eine eigene Kavallerieeinheit. Ja, ich lasse die Zeit schon mal laufen, kann ich ja weitererklären, es ist ja gerade ein bisschen friedlicher. Ja, ich würde zumindest die Kavallerie ersetzen, man hat auch weniger Verluste, die Infanterie hat mehr Verluste. Gut, da kann man jetzt auch aber die andere Überlegung anstellen. Da verlieren wir keine Manpower, wenn die Infanterie sich wieder auffüllt. Ja, deswegen Söldner, Infanterie ruhig behalten, aber die Kavallerie aus den eigenen. Nee, das macht ja Sinn. Ist ein Theologe gestorben? Ja, also ich kann entscheiden, nein. So, und was ich aber noch ausprobieren wollte, ich habe hier ein Protektorat, Ukra, und da gehe ich mal rauf, hier Subjects, da waren noch die Serben, als sie meine Vasallen waren drin, aber die habe ich jetzt ja annektiert, auf diplomatischem Wege. Und Ukra ist mein Protektorat, und hier gibt es Subject Interactions noch Knöpfe. Ich kann auch einstellen, worauf die sich militärisch konzentrieren, das hätte ich bei Serben ruhig machen können, das... sagt, komm möglichst uns zu Hilfe, mach nicht selber was gegen die französische Armee. Eigentlich gibt es aber interessante Interaktionen. Placate the local rulers, changing the liberty desire by minus 10%. Ja, jetzt finde ich das nicht so tragisch, wenn deren Liberty Desire wieder steigt, das ist auch gerade 0. Enable Embargo Rivals. Naja, gut, dass die auch noch ein Embargo machen, ist mir ziemlich Wumpe. Enable Sent Officers. Dann bezahlen wir 33% von deren Army Maintenance. Und das finden die gut. Ja, das verstärkt ihre Armee, das bringt ja kaum was. Enable Divert Trade. Ja, da sind sie sauer drüber. Na, kriege ich ein bisschen Trade Power. Aber hier, Seize Territory. Forcible seizes one of the provinces within Coring Range. This will anger them. Kann man also auf diplomatischen Wege sich Gebiete nehmen? Was mich wundert, im Coring Range, ich hätte gedacht, Ustjuk wäre das dann. Aber Ustjuk ist
Sagt er nicht, er schlägt mir nur Süßolsk vor. Also Ustjuk wäre mir natürlich lieber, würde ich näher hier rangehen, das zu verbinden. Naja, das Gebiet kann ich nur. Wie will Seas Süßolsk, der Liberty Desire will increase by 15%. 15% finde ich eigentlich auch sehr moderat, deswegen mache ich das mal. Wir wollen ja kennenlernen, die Spielmöglichkeit des Spiels auch kennenlernen. Ja, oh, so einfach geht das. Sind jetzt ein bisschen angesäuerter vielleicht. Nur vertrauen es immer noch, also bei so klein. Mehr geht wohl nicht mehr. Ach, weil es die Hauptstadt ist. Ah, Non-Capital. Und ich kann sogar einen Korb bauen, aber grenzt das gar nicht direkt bei mir an. Interessant. Für 30 Administrative Power auch nur. Das ist auch günstig. Das mache ich dann auch mal. Da bin ich technisch ja gerade weit voraus, das ist es wert. Und dann kann ich meinen Missionar auch wieder losschicken, hat er mal wieder was zu tun. Ach so, das geht erst, wenn das mit dem Chor fertig ist. Jo. Sehr schön. Kann ich noch mehr Protektorate verwandeln? Jetzt werde ich gierig. Das geht nur mit welchen, die in der schlechteren Technologiegruppe sind. Ja, Muslim-Technologiegruppe, die zahlen 40% mehr. Weil sie als Protektorate profitieren, dann auch technisch. Die sind voll dagegen. Weil ihre Meinung über uns schlecht ist. Auf keinen Fall. Gut, da könnte man dran arbeiten. Das ja, ginge das mit Cilicia? Weil dann wäre, das wäre auch cool. Was ist die Hauptstadt bei dem? Na, die Hauptstadt ist das hier. Wäre natürlich schön. Ich würde mich gerne hier vorarbeiten, dass ich mal hier die Gebiete anbinden kann. Na, die mögen uns auch nicht, aber so weit weg ist das nicht. Oh, ich bin technologisch zu fortgeschritten. Verstehe ich nicht. Ja, ich habe eine diplomatische Beziehung zu viel. Ich sehe auch gerade keine, die ich lösen könnte. Am entbehrlichsten wäre natürlich Alodia. Das ist... Korea will Berber erobern. Das Gebiet. Das ist auch Aleppo. Verwechsel ich was? Ach, hier ist Aleppo. Aber nicht zu verwechseln mit Apulia. Genau, das verwechsel ich gern. Moment, jetzt habe ich geblinzelt. Sind die gerade komplett annektiert worden? Da war doch eben noch was. Alodia ist gerade eben verschwunden, oder? Na toll, dann muss ich das im Video gucken. Dann müsste ich jetzt aber auch wieder mit diplomatischen Beziehungen... Jo, die ist auch verschwunden, die königliche Hochzeit mit Alodia. Hat sich das Problem ja ganz schnell von selbst geklärt, während ich noch drüber geredet habe. Also die Frage... Makuria hat sich damit ein bisschen vergrößert. Die könnte man ja auch zum Protektorat machen. Aber ich sollte mal sehen, ob ich das mit Nachbarn machen kann. Ja. Oh, Eastern Technology Group, die sind auch schlechter. Müsste ich auch was positiv kriegen. Theoretisch machbar. Aber konzentrieren wir uns erstmal auf die Kroaten. Da fehlen 8 Punkte. Ja, ich muss mal sehen, dass ich meine Wirtschaft und meine Armee stärke, damit sie mich wieder beeindruckender finden. Ja, und da geht Protektorat nicht, weil Kroatien selber in der westlichen Technologiegruppe ist. Oh, ich glaube, hier ist ein Krieg zu Ende gegangen. Shit, die Franzosen werden wieder frei. 400 Dukaten, Zeit, dass ich was
Meine Armee ausbaue, aber ich glaube, ich spare mal, dass ich gleich einen Haufen. Ja, noch 2 Wochen, dann machen wir die nächste Technologiegruppe. Und, dann spare ich gleich mal, dass ich, Artillerie auch gleich kaufen kann. Schreckt die Franzosen bestimmt auch ab. Ah, jetzt sind wir auch ahead of time. Emperor, our military technology, level increased to the Limber. Artillery had been documented in Europe since the 13th century, but due to its lack of mobility, it had very limited battlefield use. The development of the Limber in the 1470s allowed guns to become more mobile and thus useful. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was der Limber ist, ob das einfach das Gestell ist, auf dem man Kanonen fährt. Limber. Oder eine spezielle Kanone. Das klingt aber mehr... Die Entwicklung des Limbers erlaubte Kanonen, Guns, Gewehre, Kanonen beweglicher zu werden. Also es klingt enorm. Auf jeden Fall enables Large Cast Bronze Mortar, Bronze Mörser. Militärtaktik kriegt einen Bonus, Infanteriefeuer kriegt einen Bonus, Artilleriefeuer plus 1. Enables Hoof, nice. Oh Gott. Ich sollte echt die Georgie nebenbei offen haben. Jetzt gucken wir mal, die Combat Vers ist 9, also mindestens 9 Artillerie wäre für einen Armee gut. Ja, also ich mal dran denke, ich habe gerade genießt, dass ich das vielleicht noch rausschneide, dass eigentlich die Ohren wegfliegen, wenn ich dran denke. Gut. Gut, auf jeden Fall, jetzt ist da punktemäßig erstmal wieder Feierabend. Aber wir bauen hier. Aha, da sind sie. Oh, noch teurer als Pferdchen im Unterhalt. Hm. The largest cannons of the time were so enormous in size that they required hundreds of men and oxen to move them. They had an immense destruction power but could only fire a limited amount of times during the day due to the difficulties in loading and aiming these beasts. Ja, bei dem Icon habe ich mir die kleiner vorgestellt. Deswegen ist das wohl eine ganze Einheit. Was kostet das an Manpower? Auch 1000 wie die anderen? Ach, haben die gerade 2 Bauaufträge? Ah! Shit. Da baue ich gerade Barken. Sieht man hier auch eine Production Queue, wo ich was abbrechen kann. Sibir hat der Goldenen Horde den Krieg erklärt. Sibir, auch eines der größten Reiche hier, Goldene Horde, ja. Puh, aber wir wissen nicht, wie weit die in den Nebel reinreichen. Naja, dann halt Baden. Ah, und was ich mir auch überlegt habe, ich habe ja hier einen schönen Hafen in Kent, wo ich da gerne schwere Schiffe produziere. Und ich möchte eigentlich auch noch einen Hafen haben, wo ich schneller reparieren kann am Mittelmeer, weil das ja manchmal getrennt ist, wenn ich im Mittelmeer mich verschanze, weil ich weiß, da habe ich Galeerenvorteil. Und in Ameria ziehe ich die Flotte immer zusammen, weil ich damit ganz gut hier die Durchfahrt blockieren kann. Und deswegen, genau, baue ich noch ein Shipyard da. Kann ich auch schneller Schiffe bauen. Und günstiger. Ja, apropos Kent. Und 20 Stück. Oh, noch eins. Schwere Schiffe haben ja jetzt auch einen Bonus bei mir. No, Royal Navy, 10% Combat. Tradition steigt hier von selber, sehr schön. Na gut, dann warten, bis die Barken fertig werden. Dann kommen auch Kanonen gleich dazu. Ansonsten sollte ich Gebäude bauen, um mein Einkommen zu verbessern. Ist das eigentlich schon fertig in Novgorod?
Ja, ein Tempel. Oh, das Prestige nähert sich auch wieder der Null. Es sinkt aber jährlich um minus 0,05. Uncontested Course. Da ist ein Diplomat frei. Uncontested Course ist das, weil ich Gebiet habe, wo halt ein Core fehlt. Wie ständen die denn zum Protektorat? Da sehe ich gar nicht so viel. Ach, die sind schon eine Subject Nation. Ein Vasall der goldenen Horde. Oh, deswegen kriegt Sibir, kriegt sie auch gerade ganz gut. Hat selber Itil, Usen und Oktober als Vasallen. Peasants getting uppity. At times when peasants experienced harsh subjugation, some of them would turn against their landlords, demanding better treatment and conditions. Enforce serfdom. Okay, 35 administrative powers könnte ich mir leisten. These things happen. Lose 10 legitimacy. Oh, das erhöht die ganze Unruhe. Die wollen wir schön oben halten. Nee, die 35 Punkte kann ich mir erlauben. Sind allen der Zeit voraus. Wäre hier. Baukosten minus 10% wäre hier bei dem Ideenkasten das nächste. Ja, und hier geht es jetzt halt für um Schiffsverbesserung. Zuerst gesagt, brauche ich nicht, aber andererseits, es ist halt gerade knapp. Schwere Schiffe Gleichstand, ich habe mehr Boni. Bei leichten Schiffen hole ich ein bisschen auf, dazu die Galeeren, also im Mittelmeer gleichwertig, würde ich sagen. Ich meine, wenn er wie im letzten Krieg so doof ist, natürlich seine schweren Schiffe ohne Begleitung zu schicken. Die Abbasids brauchen Militärzugang. Gegen wen führt er denn überhaupt Krieg? Gar nicht. Wo latscht er denn dann hin? Aber wir sind ja gute Verbündete, also machen wir das. Oh, stimmt. Eine Idee hatte ich noch, was ich baue. Hätte ich ja komischerweise, das hier darf ich nicht annektieren, weil irgendwie keine Burg in der Nähe ist. Das war so eine ganz komische Begründung. Ich überlege, baue ich also noch eine Burg? Hier wäre eine Burg auch nicht schlecht. Ich habe Ansprüche auf Bosok und Kayseri. Ja, das ist blöd. Dann ist Kayseri noch irgendwie im Einflussbereich der Burg. Das finde ich ganz klar. Moment, die blockt aber Bewegung hier ein bisschen. Ich müsste eigentlich erst Karaman erobern. Ein Kayseri, dann das kleine und dann müsste man hier nochmal einen Anspruch kriegen. Aleppo ist total verstreut und schwach, das wäre nicht das Problem. So könnte man sich vorarbeiten. Wie teuer, wie teuer. Natürlich teuer, so eine Burg. Ja, ich mach das mal hier. Mir sind meine Häfen ja auch wichtig. So, ah ja, da haben wir inzwischen die Schiffe. Ah, und da poppen sie auf.
34, die Armee ist nämlich auch voll. Oh, hier ist noch eins. Warte. Können die sich anschließen? Na, die können ja gesondert. Nee, Nordsee war es nicht. Englischer Kanal. So. Ab und zu kommen wir checken, französische Mining bei uns. Ne, die sind immer noch voll gierig auf unsere Sachen. Great Sultana Helvis, die erste. Sultana ist so eine. Ist doch die. Sultana klingt doch weiblich. Helvis. Ist das eine Frau? Elise. Helvis. Ich weiß es nicht. Und French Death? Ach, da gibt's keinen Erben gerade. Ja, 22, das wäre, wenn... Bitte einfach ein Herzinfarkt oder so. Das ist eine kleine Nachfolgekrise. Wenn wir kleinen Staaten haben da, dann das... Das könnte die in eine Krise stürzen, das wäre mir ja recht. Ich habe beschlossen, ich hole die Pferde mal da aus der Nähe von Jerusalem ab. Die Minion, ja, ich schicke einen Minion. Mach da jetzt keinen Minions-Witz, denn ich habe Minions im Kino gesehen und es war schon etwas anstrengend als Erwachsener. Ach, die Arifiz, da habe ich auch Beziehungen verbessert, na, viel bringt das nicht. Drei Kanonen habe ich gebaut, wirklich? Da ist noch mehr Platz für Supply Limit. Ach, da haben wir auch noch welche. Supply Limit 34. Ja, die können wir aber gut auffüllen. Auf Wirtschaft verbessern. Was hat er mir eigentlich weggenommen? Gelre heißt jetzt Gelre. Holländische Bevölkerung katholisch. Ja, ich mach mal den Flussmündung Marktplätze. Bremen hat auch noch keinen. Ich hätte bei Bremen anfangen sollen. Ostfriesland könnte ja mal fallen. Klingt das was Lübeck selber? Die sind der Handelsknoten? Trackbau 19,4. Oh, die haben deutlich weniger. Oh, aber Lübeck bringt mehr als das, was ich gerade gemacht habe. Naja, gut, kein großer Unterschied, nicht tragisch. Kann ich auch später dann nachholen. Einkommen steigt. Trade Power Abzüge. Blöde Franzosen mit dem Embargo. Production stifled. Our producers become complacent as our use of Smithian economics led to our production techniques being so advanced. Complacent, das heißt, wir sind ein bisschen selbstzufrieden geworden. Thinks this will hurt production. Minus 10%.
Actually, it seems to have translated into higher prices. ja gut, das kann ich ausgleichen mit, Machtpumpen. Höhere Inflation. Oh, die ist auch schon hoch. Ah. Bisschen tut das schon weh. Aber hier sind es, ja, nächster Zeit eh noch sehr teuer. Nochmal. Jetzt hat ja mal dann. Vielleicht lohnt sich mal ein Berater, der da was machen kann. Ich mag die zusätzlichen Steuereinnahmen gerade. Oh, wir nähern uns dem Maximum. Das möchte ich ja nicht erreichen, denn dann vergeuden wir ja. Mich interessiert, ob die Franzosen auch Artillerie bauen, weil... Nee, bauen sie nicht, ihre Armee war ja auch voll. Das könnte bei der nächsten Auseinandersetzung interessant werden. Was machen die gerade so? Kein Krieg und so. Nee. Bei Valencia stehen noch welche rum. Kann auch Pferde ersetzen. Kavallerie steht sonst in der zweiten Reihe. Von da aus können sie halt ihre Vorstöße machen. Die Kanonen nehmen ihnen da ein bisschen die Rolle was von weg. Ach ja, ich hatte ja ein Schiff mal losgeschickt. Ihr Kroaten findet meine... fällt immer mehr zurück. British Economic Base compared to Croatian, minus 50. Na, das hätte ich machen sollen, als sie vom Krieg total am Boden waren. Ein Berater ist gestorben. Ein großer Künstler. Ich finde es blöd, dass man nicht sieht, aus welchem Bereich. Jetzt ist ein Inquisitor, das ist ein Master of Mint, das ist ein Philosoph, das ist ein Naturwissenschaftler, Diplomat, Naval Reformer, Statesman. Ah, dann war es wohl wahrscheinlich hier in dem Bereich. Und mir kommen halt die Missionarstärke, haben wir wieder. Ist der neu? Das ist Alicante. Gegen Rifos. Spanische Inquisition. Also Frankreich, kommt ruhig. Ich habe jetzt auch einen 2-Sterne-General. In Ust-Süd-Süßdeutsch gibt es ein bisschen Unruhe. Fördert ich durch Missklick, war ich noch dabei, Salamanca in dänische Kultur umzuwandeln. Die sind französisch da oben, ansonsten ist es hier alles andalusisch. Mit denen brauchen die noch, wollen die Protektorat werden? König Protektorat von Frankreich. Okay. Die haben schon
Oh, die Umayyads haben sich hier ein bisschen ausgebreitet. Hier nur meine Verbündeten gerade. Ibadi. Das sind keine Sunni-Moslems. Ibadi. Moral der Navies ist höher. Plus 10%. Ja, das ist bei der Lage dieses Reiches im Binnenland natürlich toll. Chance auf einen plus 100%. Das muss ein Glaube sein, der Spaß macht. Im Wasser planschen und viel Sex haben. Hm. Administrator ist der Herrscher, ist ein Administrator-Typ. Wurde das schon immer angezeigt, ist auch ein Administrator-Typ. Bei mir Human. Genau, ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Gut, wie viel? 7000. Dahinter noch ein bisschen. Reicht eigentlich. So, noch zwei. Dann überlege ich mal. Hier wäre noch eine Armee. Kavallerieüberschuss. Die sind billiger. Die Manpower halt ein bisschen verbrauchen, ehe die den Anschlag erreicht. Ja, und ich glaube, dann werde ich tatsächlich gleich seltene Kavallerie austauschen. Wie sieht es insgesamt aus? 63 Infanterieregimente, 55 Kavallerieregimente, 16 Artillerieregimente. Limit 139 von 200. Catherine of Aragon. Aragon, gut, ist auf der Iberischen Halbinsel. Hier in der Gegend. Muss also ein spanisches Catherine sein. The first female ambassador in European history. Catherine of Aragon served the Spanish court in England and proved the English wrong when they believed her to be easily manipulated. She married Henry VIII. Das ist aber nicht der Henry, der so viele Frauen umgelegt hat, oder? And served as regent of England for 6 months, during which she played an important part in the Battle of Flodden. Flodden, das ist wahrscheinlich in Niederlande, oder? Catherine was an educated woman who commissioned the book The Education of Christian Women by Juan Luis Vives and was much loved for her programs of charity towards the poor. She was a patron of Renaissance humanism and a friend of the great scholars Erasmus of Rotterdam and Thomas More. Only one daughter survived infancy, Mary, and as Catherine had produced no sons, Henry VIII tried to annul their marriage, which started to break with the Church of England in Rome. Oh oh. An intelligent woman who could do much good in our kingdom if only she was allowed to stay at court. Jetzt können wir tatsächlich diese Catherine von Aragon oder Catherine, wie immer. Ah, jetzt können wir halt entscheiden. Offer her an advisor's role. Gain the skill to diplomat Catherine of Aragon in Oldenburg. This advisor is 50% cheaper for your country to employ. Was hat sie denn für eine Spezialfähigkeit dazu? Diplomat, wir haben gerade eine Handelseffizienz plus 10% gibt. Achso, und 50% billiger anzuheuern, ja, aber das Geld ist ja nicht so das Problem. Wenn unser Land viel kleiner wäre, dann wäre das natürlich ein Schnäppchen. Banish her from court. Ich krieg 10 Prestige. Ah, und das Prestige käme damit in den positiven Bereich. Das ist gemein. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Kosten-Nutzen-Rechnung. Ah, was ich mich noch frage mit den Söldnertruppen.
ob die technologischen Fortschritte mitmachen. Meine eigenen kann ich ja umstellen, wenn da was zukommt. Bei den Söldnern bin ich mir da nicht so sicher. Supply Limit 36, das wollte ich nur sehen. Die Armee könnte ich auch noch mit Kanonen aufnutzen. Ich glaube, ich fange an, diese ein paar Söldner zu kicken. Oder ich baue einfach noch arsch viel Infanterie. Ach, hier ist es aber schon so. Okay, das sind nur Infanterie-Söldner. Habe ich meine Söldner-Einheiten so effektiv verheizt? Kann das sein? Hier ist noch viel. Ah, hier sind Söldner. Ja. Hier auch. Dann fangen wir mal hier an. Hier steht auch unser General gerade. Ah, ein paar reguläre sind dazwischen. Alexander. Wie entlasse ich euch jetzt? Disband Unit. 27,84 gerade plus. 36,7 plus. Natürlich jetzt aber die Baukosten für offizielle Truppen. Ist natürlich erstmal teuer. Aber ihr seht ja, das kosten halt ein Stück weniger. Oh, das ersetzt die. Wieder um finanzielles. Lübeck hat keinen Marktplatz, das ist ein Skandal. Ja, die Trade Power von Hamburg ist, boah, 44,6. Und hier haben wir so eine, die Altmark zum Beispiel 1,9. 2,3, das ist ein Witz dagegen, die natürlich. Die haben schon Marktplatz, das ist gut. Die haben nämlich auch eine hammermäßige Trade Power. Ah, Cardinal Exposed. The Cardinal in Scarne has been rumored to be a weak character, but ich glaube, das eigentlich hatten wir schon mal. Er ist halt ein Sünder. Wurde jetzt bloßgestellt. Durch wolokdanische Intervention. Ihr macht euch unbeliebt. Wolokda, wo seid ihr? Ja. Das haben die schon mal gemacht, glaube ich. Aber apropos, danke für die Erinnerung. Gebe ich nochmal hier ein bisschen Einfluss aus, um eine höhere Chance zu haben, oder spare ich, um hier nochmal irgendeinen coolen Effekt zu holen? Ich gebe sie nochmal aus, das ist mir gerade zu knapp. Ist das, wie oft fragt er das ab? Ist das wirklich Lebenszeit des Papstes? Dann wäre aber ein Hinweis, da müsste aber ein Hinweis dabei stehen, wie alt er ist. Egal. So finden die Kroaten mich inzwischen mächtiger. Nö, gleich geblieben. Ah,
Gut. Und jetzt schicken wir noch einen Missionar. 33 Monate zum Konvertieren. Base Value, Positive Stability. Theoretico Comburento Act. Ging Animisten jetzt auch noch einfacher. Improvements in production technology. There are reports for farmers and miners being more productive than local bailiffs expect them to be. We should investigate if there is something that the entire nation of Great Britain can benefit from. Spare no expenses. Ah, wieso kommt da mit Inflation drauf? Ich krieg Administrative Power. Use caution, ich krieg 10 Administrative Power. Wird das allmählich interessant? Plus 60%, plus 55%. Ist noch ein Weil hin. Wie viele Punkte ist denn 0,5 Inflation wert? Das kostet 75, um sie um 2 zu senken. Naja, das zahlt sich dann ja selber. Könnt ihr eh nochmal reduzieren. Ja, da wäre natürlich gut, einen Effekt zu haben, der die von selber langsam absenkt. Aber dann gebe ich die meisten Punkte davon wieder aus und leg noch was drauf und krieg. Ja, spar dadurch. Apropos, hier ist bestimmt, hier sind zwischen Schiffe fertig. Great Bark, toller Name für ein Schiff. Aber es ist nicht mal eine Barke. Die James. Was sagt die Flottenstärke? Ah, ein Wettrüsten. Cool. Ach, wozu hat man Häfen, ne? Ship, ja. Wozu hat man Werften? Eine Werft. So, um das mal korrekt zu übersetzen. Irgendwie träume ich auch davon, zu diesen Britannia Rules the Seas das mal zu erreichen. Und dazu müsste ich halt 50 schwere Schiffe und 50 leichte, 50 Karacken, 50 Barken haben. Ja. Dann sind wir jetzt aber weit weg. 21 Karacken mit 10 Barken. Ja, was mir nicht gefiel, ich hätte mehr schnelle Schiffe hier im offenen See gebraucht, da waren die Galeeren nicht so nützlich. Ich glaube, so 20 Galeeren, um dann hier auf einmal den Vorteil zu haben, sind nicht schlecht, aber ich möchte jetzt auch ein paar mehr Barken wieder haben. Außerdem, wenn die Handel beschützen, finanzieren die sich auch selber in Friedenszeiten. Wie teuer sind die? Und baut die mal am Fließband hier. Aber ich baue sie nur da, wo ich jetzt den Bonus halt habe. So, da bauen die Marktplatz. Bremen wäre dann auch fällig für den Marktplatz. Ein Armeeorganisator ist gestorben, Kutbart Juri. Dessen Lanfoss Limit, der ist glaube ich neu. Talib Ildegard aus London. Ja, wirklich multikulti-reich. Jemand eine höhere lokale Autonomie und das kostet mich Trade Power. Und Baracken kann ich anfangen zu bauen. Local Manpower Modifier geht dann hoch.
Ach ja, Produktionseffizienz könnte ich halt auch steigern. Ich weiß nicht, warum die so hochgegangen war. Naja, die fällt langsam. Die haben schon. Ja, die Trade Power hier erhöhen, da weiß ich nicht, wie viel das bringt, weil der Handelsknoten läuft dann über französisch kontrollierte. Ich will mal wieder die Karte für Steuereinnahmen raussuchen. Trade Goods, Trade Company. Vorlevel. Apropos Force, will ich hier noch mehr bauen? Actually, wenn ich darüber nachdenke, ist ein ziemliches Loch, wo die Franzosen reinlatschen können. Meppen würde sich anbieten. Ist auch sächsisch. Kein Anspruch der Franzosen. Meppen kriegt eine Burg. Ah, die wird bald fertig. Keine Söldner. Ah, ich kann in eine Idee investieren. Ahead of time, 6 Jahre. Corvettes. Corvettes were class of small. +5% Schiffshaltbarkeit. Ja gut, momentan ist das wirklich auf Augenhöhenkampf mit der französischen Flotte, zahlenmäßig überlegen wir mehr Boni, da können wir glaube ich jede, das sind diese, ist das wirklich gar nicht schlecht. Ich meine, an Land sieht's noch so aus, da muss ich einfach hoffen, dass ich jetzt so viel mit Ideen, 2-Sterne-General und zusätzlichen Boni dann ihn tatsächlich schlage in Landkämpfen und auch mehr Verluste zufüge und mehr, mit mehr Artillerie. Also, warum durchaus dann mehr, das ist alles Navy natürlich, was jetzt hier jetzt kommt. Und ganz am Ende kriegen wir, dass die Artillerie +10% kriegt. Also ich mache es jetzt. Corvettes. Corvettes were a class of small warships that were designed to escort friendly vessels and harass the enemy, relying on speed and maneuverability rather than massed firepower. Das habe ich noch halbwegs rausgekriegt. Das müssen kleine Escortschiffe, die noch mithelfen. Na, auf jeden Fall übersetzt sich in 5% Schiffshaltbarkeit. So, Marktplatz in Lübeck fertig. Abyssinien hat keinen Erben. Wir haben schon mit ihnen eine feuerliche Hochzeit. Sie haben auch noch eine mit Kaffa. Kaffa haben wir noch nicht entdeckt. Jo, da kann man aber auch nicht weiter dran drehen. Oh, das war Claim Throne. You must have more prestige than they do. We do not have the same ruling dynasty as them. Ach, dann kann man den Thron sich bei Serbien versuchen können, theoretisch.
Power Projection ist auf 0. Das kommt auch wieder ins Positive. Prestige fällt leider wieder. Ah, neuer Kardinal in Skarn. Ja. Krieg. Kreuzen hat Aleppo den Krieg erklärt. Okay. The nation of Croatia, your faithful ally is requesting that you come to their aid in the Croatian conquest of Messina against Aleppo. Ah, das macht Sinn. This is a war that they have started. Aleppo is allied with Carpathia, Zaidites and Cilicia. Oh, this is... Oops, your join is regular ally, it would be twice... Wenn wir verweigern, verlieren wir 25 Prestige. Nee, das auf keinen Fall. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn die Kroaten verlieren. Denn dann werden sie vielleicht wieder zugänglich, sich zum Vasall machen zu lassen. Sehe ich das richtig? Da stehen 25.000 Feinde. Ach, die kämpfen gerade gegen Galizien auch noch. Ach, Aleppo ist auch noch Angreifer gegen Apulia. Und hilft den Karpaten. Ah, super. Ah, wer ist in unserem Krieg denn jetzt mit dabei? Aleppo, Carpathia, Cilicia und Zaidites. Gar nicht mal so schwach. Können wir unsere Kanönchen mal ausprobieren. Oh, feindliche Schiffe. Ah, Cilicia. Hey, ich hätte gern das hier. Da ist auch meine Burg inzwischen. Kriegt den Kampf. Oh! Kappa. Mist, ja, die Galeere geht drauf. Zwölf Koggen, sieben Galeeren, fünf Barken. Okay, das Schiff werden wir verlieren, die anderen können wir hoffentlich in Sicherheit bringen. Die schweren Schiffe schicke ich zur Verstärkung, um diese Flotte zu zerstören. Dazu die Leichen, die den Handel bisher beschützt haben, kommen dazu. Oh, ach ja. Das ist unsere erste Kriegszeiten. Hoffen. Ja, ich würde ja gerne den Karpaten auch Gebiet abnehmen dabei. Das sind auch Schiffe. Gut, also das Video hat jetzt die Länge. Oh, da gibt es auch noch Schiffe zu versenken. Gut, dass ich die Schweren ein bisschen verteilt habe. Auf jeden Fall, den Krieg kämpfe ich dann im nächsten Video aus. Hoffentlich mit so wenig Verlusten, dass die Franzosen nicht wieder gierig werden.
die Armee zu schlagen, wäre natürlich hier die erste Aktion. Ja, also, ich wünsche euch noch weiter viel Spaß, wo ihr sonst im Internet rumtreibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.